ESTV, Videos aus der Region. Guten Abend, sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer, liebe Gäste. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum EZ-Talk zur Landtagswahl. Es sind 6 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich heute unseren Fragen stellen. Und wenn ich sage wir, meine ich Greta Kramberg, eine Reporterin aus der EZ-Redaktion, die sich vor allen Dingen um die Fragen der Leserinnen und Leser kümmern wird und unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Johannes Fischer. Ich komme aus der Chefredaktion der Esslinger Zeitung. Und wie gesagt, einen schönen, spannenden Abend, den werden wir bestimmt haben. Greta, bist du am Start? Ja, hallo auch von mir an alle. Wie schon gesagt, ich erzähle jetzt auch gleich ein bisschen was zum Prozedere, weil ich so ein bisschen für im Hintergrund auch zuständig bin, was die Leser fragen. Wir haben hier heute eine Corona-konforme Diskussionsrunde, nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin, die sitzt vor ihrem eigenen PC und bis auf jetzt hier das EZ-Team auch nicht an einem Ort. Zu sehen und zu hören sind ausschließlich die Moderatoren und die Kandidaten und die Kandidatin. Sie im Publikum, Sie konnten ja vorab Fragen einschicken. Wenn Sie mögen, können Sie aber auch während der Diskussionsrunde in den Chat Fragen reinschreiben. Ich gebe mir Mühe, die aufzugreifen und werde zumindest ein paar davon heute in die Diskussionsrunde geben können. Wichtig ist noch, dass die gesamte Sendung auch aufgezeichnet wird. Das heißt, wenn Sie heute irgendwie früher rausgehen oder später reingekommen sind, dann können Sie sich auch nochmal alles auf unserer Webseite anschauen unter www.esslinger-zeitung.de. So, bevor es jetzt an die inhaltliche Diskussion geht, möchte ich noch alle ein bisschen vorwarnen, denn wir haben heute ja 6 Kandidatinnen hier in der Diskussionsrunde und jeder der Gäste, der soll gleichermaßen zu Wort kommen. Deswegen bitte ich Sie, liebe Kandidaten und liebe Kandidatinnen, sich einigermaßen kurz zu halten, kurze, knackige Antworten zu geben. Wir stoppen das Ganze auch und greifen dann nach einer Minute und 30 in der Regel ein und dann können Sie Ihren Satz noch zu Ende sagen, aber mehr auch nicht. Gut, dann freue ich mich auf die Diskussionsrunde und gebe jetzt wieder an den Johannes zurück. Vielen Dank, dann lass uns mal beginnen. Am 14. März ist es also soweit, 38 Kandidatinnen und Kandidaten, 13 Parteien oder Gruppierungen bewerben sich allein im Landkreis Esslingen, wo 360.000 Menschen wählen gehen könnten. Wir konnten nicht alle Kandidaten einladen, das wäre ein bisschen zu viel geworden, das hätte die Sendung gesprengt. Wir haben uns deswegen auf die Kandidatinnen des Wahlkreises Esslingen beschränkt, die dort entweder schon im Landtag vertreten sind oder aber im Bundestag vertreten sind. Ich werde Sie jetzt einzeln begrüßen und wenn Sie dann ein kurzes Hallo sagen oder einen Satz noch, einen ganz, ganz kurzen, dann sieht man Sie auch im Bild, denn das ist die Automatik dieses Programms. Wer spricht, ist im Bild. Das soll aber jetzt nicht eine Anleitung sein, dass man möglichst viel spricht, um häufig im Bild zu sein. Also, ich darf Sie begrüßen. Andrea Lindlohr von den Grünen. Ja, wunderschönen guten Abend. Dann haben wir Andreas Deuschle von der CDU. Hallo. Guten Abend. Nicolas Fink von der SPD. Schönen guten Abend, hallo zusammen. Klaus-Dieter Vogel von der AfD. Schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben mehr Informationen denn am Schluss der Sendung. Dann haben wir noch Ferdinand Kiesel von der FDP. Guten Abend. Guten Abend und guten Abend auch an Martin Auerbach von den Linken. Frau Kramberg, Herr Fischer, liebe Anwesenden, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Gut, wir machen es jetzt mal so. Jeder kommt zu jedem Thema zu Wort. Dabei habe ich eine ziemlich dringende Bitte. Denken Sie bitte daran, dass wir im Kreis Esslingen unterwegs sind. Also überlegen Sie gerne, auch gegenüber dem Publikum, das wir haben, was Sie als Abgeordnete, Abgeordneter fürs Land
und für den Kreis tun können. Und ich würde mal, bevor wir zur ersten Fragerunde starten, mit einem Zitat von dem Oberbürgermeister aus Esslingen, Herrn Zieger, kommen. Das ist heute gefallen. Als Esslinger Oberbürgermeister erfahre ich abends aus der Tagesschau und im Heute-Journal, welche neuen von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse zur Covid-19-Pandemie bereits am nächsten Tag gelten sollen. Und dies, ohne dass dazu die materiellen Inhalte und die Voraussetzungen zur konkreten Umsetzung der Beschlüsse geklärt und erläutert sind. Die Rede ist ferner von Durcheinander und organisatorischen Umsetzungsmängeln. Auch dass mehr als 180.000 Impfrationen von AstraZeneca verfügbar, aber nicht verimpft worden sind, gefällt dem Oberbürgermeister nicht besonders gut. Frau Lindlohr, wissen Sie eigentlich, was da los ist? Einen wunderschönen guten Abend. Die Corona-Krise ist natürlich eine sehr schwere und ernsthafte Krise, die mit einem Virus quasi als Naturkatastrophe zu uns gekommen ist. Ein Jahr sind wir schon hier bei uns in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa und auf der Welt mit der Krisenbewältigung beschäftigt. Und die Frage ist, was sind die Prioritäten in dieser Krise? Und für mich ist es klar, die Gesundheit ist die Priorität in dieser Krise. Wir treffen schwierige Abwägungen. Alle Kontakte führen zu mehr Infektionen, aber natürlich können wir nicht ohne Kontakte leben. Deswegen müssen einige sich mehr einschränken als andere. Und beispielsweise wissen wir ja, dass kleine Kinder besonders stark betroffen sind. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall für die nächste Zeit Wirtschaftshilfen, die funktionieren. Das ist auch eine Frage der Solidarität, die wir alle ausüben sollten mit denen, die jetzt sozusagen für uns geschlossen sind. Und da hilft uns die Bazooka als Ankündigung vom Bund noch nicht so viel, sondern das muss jetzt auch funktionieren. Und mit Impfen und Testen kommen wir dann auch weiter und kommen Stück für Stück aus der Krise raus. Gerade heute hat das Bundesinstitut tatsächlich zum ersten Mal Selbsttests zugelassen und schon haben wir den nächsten Schritt und den sollten wir dann auch schnell umsetzen. Schnelligkeit ist dann auch richtig. Und AstraZeneca ist zum Beispiel ja auch im Klinikum Esslingen schon vor 2,5 Wochen etwa angekommen, aber es wird nach und nach verimpft, auch von den Kliniken. Die wollen nicht ihr ganzes Personal auf einmal impfen. Das haben Sie ja auch erklärt, weil Sie das nach und nach machen wollen, weil oft Leute einzelne Tage ausfallen durch die Nebenwirkungen. Vielen Dank, Frau Lindlohr. Das war fast auf den Punkt. Super gemacht, 1,40. Herr Deuschle, sehen Sie auch das Glas eher halb voll oder eher halb blink, eher halb leer in der Corona-Krise? Also in der Corona-Krise ist jeder an seiner Stelle gefordert. Und deshalb finde ich, hat der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen insofern recht, als dass die Kurzfristigkeit der Verordnungen, sagen wir mal, für viele, die darauf warten, was passiert, die letzten Monate zu kurzfristig waren. Gleichzeitig bin ich kein Fan davon, immer nach Zuständigkeiten zu schimpfen und sagen, von oben läuft schlecht. Wenn ich mir anschaue, was beispielsweise der grüne Oberbürgermeister in Tübingen auf die Beine gestellt hat, zusammen mit der Notärztin Lisa Federle, dann gibt es durchaus auch auf der kommunalen Ebene Möglichkeiten, Politik zu machen, den Menschen zu helfen. Und ich finde, da muss sich jeder selber an die Nase fassen, bevor er auf eine andere Stelle zieht und dieser Stelle Missmanagement vorwirft. Ich glaube, da ist auch in Esslingen noch einiges zu tun und Luft nach oben. Vielen Dank, Herr Vogel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie stehen Sie zu dem Management der Corona-Krise? Ja, die Corona-Krise ist sehr gefährlich und muss natürlich bekämpft werden. Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation wichtig natürlich, ja. Und die sollte verbessert werden. Auch mit den unteren Ebenen oder mit Bürgermeistern oder so, ja. Das könnte man ja gut machen. Mhm. Herr Fink, wie sieht es bei Ihnen aus? Der Herr Zieger ist ja ein Parteigefährte von Ihnen. Teilen Sie seine Meinung? Ich teile seine Meinung, aber nicht nur, weil er ein geschätzter Genosse von mir ist, sondern es geht ja über alle Bürgermeister und Oberbürgermeister auf allen Ebenen hinweg, dass seit Monaten es eben nicht funktioniert, das, was man das als Mindestmaß gegenüber dem Land erwarten kann, nämlich die Kommunikation. Der Andi Deuschle hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es einfach nicht sein kann, dass Verordnungen samstagnachts kommen und die sollen dann am Montag gelten. Da kann keine Kommune
verantwortungsvoll damit umgehen. Und tatsächlich fühlen sich die Kommunen manchmal alleine gelassen in dieser schwierigen Zeit. Aber was auch wichtig ist, wir dürfen alle nicht vergessen, die Pandemie fordert uns tatsächlich alle. Und insbesondere die Menschen, die große Solidarität zeigen, die durchhalten, denen muss man auch mal ein großes Lob aussprechen. Wir haben viele Ehrenamtliche, die sich auch für andere einsetzen, wenn es zum Beispiel darum geht, Impftermine zu vereinbaren. Und dann ist der Frust aber auch groß, wenn das nicht funktioniert. Und da müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir da besser werden, dass wir ein Licht am Ende des Tunnels haben. Und da müssen wir dann schon auch Fragen klären, warum bekomme ich Impftermine im Robert-Bosch-Krankenhaus ohne Probleme, aber beim Kreisimpfzentrum in Esslingen eben nicht. Das verstehen die Menschen nicht und da müssen wir gemeinsam Antworten geben. Herr Kiesel, wie sehen Sie das? Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Es droht ja quasi die dritte Welle, befürchten zumindest einige. Müssten alle diese Fragen nicht eigentlich schon längst geklärt sein? Ja, also Zeit ist natürlich ein knappes Gut und viele dieser Fragen müssten natürlich geklärt sein. Das Problem ist ja, dass der Oberbürgermeister etwas beschreibt, was uns alle ja betrifft, auch als Bürgerinnen und Bürger, dass wir auch sozusagen die Verordnungen mitgeteilt bekommen, relativ kurzfristig. Und da sind wir vielleicht schon an einem Problem, wo es dann nicht nur um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen geht, sondern auch generell darum, dass wir immer noch in einem Stadium sind, wo man sehr viel über diese Verordnungsdinge macht, die eben in einem sehr kleinen Kreis abgesprochen werden. Und ich denke, hier müsste jetzt wirklich mit der Zeit das Parlament wieder besser eingebunden werden. Denn die Bürger und Bürgerinnen haben ja eine Vertretung, das ist das Parlament. Und das sollte in solche Beschlüsse stärker mit eingebunden werden. Es kann nicht sein, sozusagen, dass das Parlament im Nachhinein einen Beschluss legitimiert oder einkassieren kann, sondern da muss im Vorfeld, und wir sind jetzt eben seit einem Jahr in dieser Corona-Krise, da sind wir jetzt an einen Punkt gelangt, wo tatsächlich das Parlament wieder besser mit eingebaut werden muss. Vielen Dank, Herr Auerbach. Jetzt ist natürlich vieles, über das wir hier reden, tatsächlich Ländersache und auch Sache der Kommune. Wo sehen Sie es denn im Moment? Wo sehen Sie, wenn man das so will, den schwarzen Peter liegen? Warum hakt es oder hakt es am Ende vielleicht gar nicht und alles läuft eigentlich viel besser, als man es sich möglicherweise früher vorgestellt hätte? Also letztendlich ist Corona wirkt wie ein Brennglas. Die Themen, die jetzt hochkommen, haben wir eigentlich latent. Tauschen wir Corona durch zum Beispiel die multiresistenten Keime aus, die wir jedes Jahr haben, ohne dass es irgendjemand anficht. Schauen wir, wie viele Menschen gerade in Kurzarbeit sind und nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können. Schauen wir auf Kunst und Kultur, die letztendlich ein Schattendasein führen und auch ganz viele Kleingewerbetreibende, die nicht wissen, wie sie das nächste halbe Jahr rumbringen können. Fehlende Digitalisierung, eigentlich ein Desaster nach dem anderen und sowohl auf Landesebene als auch im Bund kommt halt raus, dass überhaupt gar nichts passiert ist und man Zeit sinnlos verstreichen lassen hat oder dann, wie unser Gesundheitsminister Jens Spahn mal geschwind Milliarden für Masken raushaut, die jetzt Pflicht sind. Also da muss man ganz viel verändern. Unser OB hat recht, wenn er das sagt. Und wenn man sich überlegt, dass unsere Kolleginnen vom Klinikum Esslingen dann zum Impfzentrum gehen müssen, um sich impfen zu lassen, da ist dann schon die Frage, wer hat eigentlich die Qualifikationen und wer darf sie benutzen? Mhm. Greta, ich sehe, es gibt schon einige Fragen von den Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauern. Was kannst du uns hier schon bieten? Ja, ich gebe gleich einen kleinen Abriss über die Fragen, die vor allen Dingen vorab ganz viel eingeschickt wurden zum Thema Corona. Ich fange jetzt aber mal mit einer auflockernden Frage an alle Teilnehmer heute an. Und zwar hat uns ein Leser gefragt, ob sie denn alle schon geimpft sind. Also ich schätze mal, es geht um das Thema Impfdrängler und vielleicht auch Impfskepsis. Deswegen möchte ich Sie jetzt alle nacheinander bitten, mir zu sagen, ob Sie schon gegen Corona geimpft sind und ob Sie es vorhaben, dagegen sich impfen zu lassen. Und ja, ich bitte Sie, da einfach nur kurz Ja- und Nein-Antworten sozusagen zu geben. Genau. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Herrn Deutschler an. Ich bin noch nicht geimpft, aber ich würde, egal mit welchem Impfstoff, mich sofort impfen lassen.
Okay, das ist ein Wort. Vielen Dank. Dann der Herr Fink. Ich bin ebenfalls noch nicht geimpft, aber auch mir geht es so, sobald ich dran bin, sofort. Dankeschön. Herr Vogel, Sie sind als nächstes dran. Ich bin auch noch nicht geimpft und meine Mutter mit 92 leider auch noch nicht, aber ich würde mich sofort impfen lassen. Okay. Herr Kiesel, wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich bin auch noch nicht geimpft, aber ich würde mich auch sofort impfen lassen und das auch jedem empfehlen, der mich fragt, ob er sich impfen lassen soll. Okay. Herr Auerbach? Tetanus, Polio, aber die aktuellen Sachen, nein. Ich kann seit dieser Woche, aber ich lege da jetzt keinen gesteigerten Wert drauf. Okay. Dann als Letzte in der Runde die Frau Lindlohr. Wenn ich an der Reihe bin, lasse ich mich impfen. Und es ist aber auch wichtig, dass vor mir die Vulnerableren geimpft werden. Okay, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen, wozu uns die Leser ja zum Thema Corona Fragen gestellt haben, Fragen geschickt haben. Ein Teilnehmer kritisiert auch das schon angesprochene zähe Prozedere bei der Impfterminvergabe, das sich jetzt auch nicht mit den Wartelisten wirklich verbessert hat. Auch die Öffnung der Schulen und Kitas wird von jemandem kritisiert, der darin eine Gefährdung der Kinder sieht. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum Baden-Württemberg auch im Vergleich der Länder so spät dran ist beim Thema Impfen beziehungsweise auf den letzten Plätzen beim Impfranking. Und es ist auch die Frage da, die Teile von Ihnen jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet haben, wie Sie sich positionieren bezüglich eines drohenden Corona-Konflikts zwischen den älteren Menschen, die ja jetzt schon in Rente sind oder in Rente gehen und geschützt werden müssen, und der Jugend, die jetzt doch sehr auf soziale Kontakte verzichten muss, bildungstechnisch und auch finanziell zurückstecken muss. Ich möchte aber eine andere Frage an Sie alle nacheinander wieder weitergeben. Und zwar wurde uns von einem freischaffenden Künstler die Frage gestellt, wie Sie daran mitwirken wollen, dass die Corona-Hilfen endlich bei allen Betroffenen ankommen. Also wie gesagt, die Auszahlung der Bundeshilfen, die verzögert sich ja doch schon jetzt je nach Hilfe weiter nach hinten. Und Solo-Selbstständige, die haben jetzt bis zur kürzlich beschlossenen Neustarthilfe auch kaum Unterstützung erhalten. Also vielleicht können Sie was dazu sagen, wie Sie vielleicht auch vom Land aus mitwirken können. Wir fangen diesmal mit Herrn Fink an. Viele Aspekte, die Sie da gerade alle aufgeworfen haben, die sich in 1,30 schwer beantworten lassen, aber ich versuche, ein paar Dinge rauszugreifen. Kinder und Jugendliche sind für mich die wahren Helden dieser Pandemie, weil die unglaublich solidarisch sind. Die verzichten auf so wahnsinnig viel. Und ich habe wirklich allerhöchsten Respekt davor, wie sie sich verhalten. Und ich weiß manchmal nicht, ob ich selber so anständig gewesen wäre mit 15, 16, wie es die allermeisten Jugendlichen sind. Und das verdient wirklich höchsten Respekt. Schule, Präsenz in Kita ist unglaublich wichtig, aber nicht, wie es die Frau Eisenmann regelmäßig macht, alles auf oder alles zu und das unabhängig von der Inzidenz. Wir haben von Anfang an, seit Mai letzten Jahres, das Thema krisenfeste Klassenzimmer auf den Weg gebracht, um zu zeigen, wie es funktionieren kann. Insbesondere das Thema Wechselunterricht hat da eine sehr große Rolle gespielt, dass wir die Gruppen kleiner bekommen. Und was tun wir im Land, um den Menschen zu helfen? Es gibt eigene Landesprogramme. Und wir Abgeordnete hier vor Ort, und da nehme ich die Kolleginnen und den Kollegen durchaus mit rein, ich weiß, dass wir alle unglaublich engagiert sind, in jedem Einzelfall hinterher zu sein, zu den Ministern Kontakt aufzunehmen, die verschiedenen Programme aufzuzeigen, die es gibt, auch mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu sprechen, was man besser machen kann. Und am Ende geht es immer darum, dass diese Hilfen, die wir alle immer hören, auch tatsächlich ankommen. Und da kämpfen wir auf allen Ebenen drum und machen auch politisch Druck, dass das geschieht. Das war eine Punktlandung. Vielen Dank, Herr Fink. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass Sie auf alle Fragen antworten. Das war wirklich ein Kunststück. Ich gehe jetzt einfach mal in der Reihe weiter. Herr Vogel, wie könnten Sie, wenn Sie denn gewählt werden, als Landespolitiker darauf hinwirken, dass da die Hilfen einfach bei allen ankommen?
Ja, man muss sich halt an die bestimmten Stellen wenden und das mit denen bereden oder kommunizieren und dann halt die Gelder irgendwie weiterleiten. Ja. Aber ich bin ja noch nicht gewählt, ich bin noch nicht so weit. Ja. Mhm. Aber ja, es ist ja wohl so, dass da auch IT-Probleme bestehen zwischen Bund und Landesbank. Hätten Sie da vielleicht eine Idee, wie man sowas irgendwie können könnte dann? Ja gut, da muss man halt miteinander sprechen, da muss man zusammensitzen und muss das ausdiskutieren, wie man das dann verbessern kann, ja. Okay, danke schön. Ich gebe die Frage gleich weiter an den Herrn Kiesel. Ja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und das geht bei der schnelleren Ausverteilung von Hilfen und so weiter, geht es vor allem darum, dass man wirklich entbürokratisiert und auch ein klares Projektmanagement hat, da wo es auch Schnittstellen gibt zwischen Bund, Land und Kommunen, dass man das wirklich gut in den Griff bekommt, dass man eben zum Beispiel auch solche IT-Probleme erkennt, analysiert und dann wirklich schnell und zügig zu Lösungen führt, sodass das wirklich die Hilfen bei den Leuten ankommen. Ich muss mich aber auch dem Herrn Fink wirklich anschließen, was er gesagt hat zu den Helden der Corona-Pandemie, dass das wirklich auch aus meiner Sicht die Jugendlichen sind, denn ich kann mich gut erinnern, wie ich so mit 16, 17 war und ich hätte, also wenn ich so in der Rückschau sage, wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit diesen Restriktionen sozusagen zu kämpfen gehabt und was man alles nicht mehr darf, das wäre für mich wirklich schwierig gewesen. Ich glaube aber, dass den jungen Leuten heute auch etwas zugutekommt, was wir sonst immer sehr stark kritisiert haben, nämlich dass sie eben auch viel übers Internet und so miteinander soziale Kontakte haben, sogar in der ganzen Welt und deswegen vielleicht nicht mehr ganz so stark auf das persönliche Treffen täglich angewiesen sind. Aber ich möchte das auf jeden Fall unterstreichen, was der Herr Fink gesagt hat. Also ich finde das wirklich aller Ehren wert und super toll. Dankeschön. Ja, Herr Auerbach, was meinen Sie, wie könnte man einerseits vielleicht schauen, dass Hilfen besser ankommen bei allen und wer sind für Sie die Helden in der Corona-Krise? Als Mensch, der für die Hälfte des Landkreises Esslingen für den Obhutnamen zuständig ist, kann ich das nur bestätigen. Junge Menschen sind super, deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass sie ab 16 wählen dürfen, weil dann hätten wir viele Probleme so vielleicht nicht mehr. Und auch was die andere Frage betrifft, ist es ja nur ein weiteres Desaster, wenn man sich mit Menschen aus Buchhaltungen unterhält, was allein diese 16% Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr für ein Chaos verursacht hat und dass die jetzt quasi noch am Zusammenfegen sind, dann möchte man sich eigentlich wünschen, dass am 26. September 2021 zur Bundestagswahl nicht die Parteien antreten, sondern deren Berater, die uns Milliarden kosten und dann dazu führen, dass so etwas rauskommt. Die Menschen warten immer noch auf ihr Novembergeld. Ich habe versucht, Prominente in Anführungszeichen aus Esslingen anzusprechen, die Kunst und Kultur was zurückgeben wollen würden, beispielsweise durch Lesen ihrer Lieblingswerke. Wir haben allerdings bislang noch kein Konto gefunden, wo man dann die Spenden einzahlen könnte. Vielleicht sollte man nicht auf Entbürokratisierung hoffen, sondern auf Bürokratisierung. Und was das Desaster betrifft, ist das einfach 4 Jahrzehnten fehlgeleiteter neoliberaler Politik geschuldet. Wenn wir mal die Bundeswehr brauchen, um Menschen anzurufen, dann ist einiges verkehrt in diesem Land. Herzlichen Dank. War ja jetzt wirklich ein Generalschlag gegen alles, was in den letzten Monaten passiert ist. Frau Lindlohr, was können Sie da sagen? Also erstmal ist es völlig in Ordnung, dass Angehörige der Bundeswehr die Gesundheitsämter unterstützen und jetzt auch die Pflegeheime. Und das ist eben auch eine Art, wie man jetzt agil sein muss, dass in der Verwaltung da Leute zugezogen werden. Ja, und das sollte man sagen, gut gemacht, ja, wie in der Wirtschaft auch, flexibel in Personaleinsatz sein. So kann man Aufgaben bewältigen. Wir haben bei den Hilfen einen Baden-Württemberg-Weg gewählt, schon im März. Das ist der fiktive Unternehmerlohn für die Solo-Selbstständigen. Während der Bund gesagt hat, die Leute sollen doch in Hartz IV gehen und sie setzen dafür bei Hartz IV die Vermögensprüfung aus, haben wir gesagt, die Leute, die von zu Hause aus arbeiten, die können keine großen Kosten da angeben, sondern die müssen sich selber einen Unternehmerlohn einsetzen können mit 1180 Euro. Das ist das steuerfreie Existenzminimum, war das auch schon sozusagen schmal. Und das hat der Bund jetzt zum Glück
einigermaßen übernommen mit diesen Neustarthilfen. Und das war wirklich ein sehr gutes Zeichen aus Baden-Württemberg für Künstlerinnen und Künstler und für andere, für Fotografinnen, für freie Journalistinnen, dass wir hier die nicht alleine lassen. Und das muss ich sagen, da waren wir in unserer bestehenden Koalition hier schnell und gut. Das haben wir gut gemacht. Und ich finde auch, dass junge Leute sehr solidarisch sind. Und ich erlebe das auch, dass die sich viele Gedanken machen, wie es den anderen geht, wie es den Älteren geht. Und das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Aber wir sollten natürlich auch die Leute in den Pflegeheimen und die ganz nah dran sind an den Erkrankten, nicht vergessen bei unseren Heldinnen und Helden. Okay, herzlichen Dank. Herr Deuschle, Sie sind ja auch Teil einer Partei der Regierungskoalition. Können Sie Ihrer Kollegin da zustimmen? Ich kann ja da zustimmen, möchte aber auch noch mal ein Jahr zurückblicken, wie wir zuerst in dieser Krise waren, wo wir noch gar nicht wussten, was da wirklich auf uns zukommt. Und ich möchte es nicht versäumen, mich zu bedanken bei den Pflegerinnen und Pflegern, bei den Erziehern, bei der Müllabfuhr, für die ganze Infrastruktur, aber auch bei der Kassiererin am Supermarkt, die einem ganz anderen Risiko ausgesetzt ist, wie beispielsweise jemand, der in einem Büro arbeitet. Die haben alle einen tollen Dienst geleistet, die ganze Gesellschaft hat sich untergehakt und wir haben als Land schnell reagiert. Wir haben das größte Wirtschaftsprogramm in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg aufgesetzt mit einer Auszahlungssumme von 2,2 Milliarden Euro. Von 278.000 Anträgen sind 240.000 positiv beschieden worden. Also da ging das ziemlich schnell. Umso ärgerlicher, da kann ich jeden verstehen, der jetzt auf die Novemberhilfe wartet und die praktisch im Ende Februar noch nicht ausgezahlt bekommen hat. Ich habe heute Morgen mit dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium eine Videokonferenz gemacht, wo ich hier aus dem Wahlkreis Unternehmerinnen und Unternehmer, Steuerberater, die ja praktisch das Nadelöhr bei der Antragstellung sind, eingeladen, da nochmal ordentlich Druck gemacht. Die Erklärungen sind irgendwie, wenn man sie dann hört, schon nachvollziehbar. Es sind Steuergelder, die da verteilt werden, es sind keine Hilfsgelder. Da muss man schon auch schauen, dass da kein Missbrauch stattfindet. Aber ich kann all diejenigen verstehen, denen das Wasser existenziell bis zum Hals steht. Und deshalb habe ich da auch nochmal Gas gegeben. Und das wäre auch die Beantwortung Ihrer Frage, was kann Politik da tun? Wir können nachhaken, wir können Druck machen. Und das machen wir aber konstruktiv und nicht mit einseitiger Kritik zu weisen. Am Ende muss was dabei rauskommen. Okay, vielen Dank. Bevor ich jetzt weiter wieder zum Johannes gebe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir auch einen aktiven Chat haben, der vom Herrn Auerbach zumindest befüllt wird, der da auch nochmal seinen Kollegen entgegnet. Also da kann auch jeder drauf achten. Genau, aber wir gehen jetzt, weil wir so wenig Zeit haben, zu weiteren Themen und ich gebe weiter zum Johannes. Genau, und wir würden tatsächlich mal das Thema, das wäre schon abendfüllend und noch mehr, aber von dem Corona-Thema ein bisschen weggehen. Ein anderes Thema ist aber schon mehrfach angeklungen in diesen ersten Minuten, wo wir hier zusammen diskutieren, und das ist das Thema Wirtschaft. Wissenschaftler, Arbeitsmarktexperten, Arbeitgeber, Gewerkschafter sind sich eigentlich alle einig. Das Land steht vor sehr, sehr großen Herausforderungen, nicht nur dieses Land, Baden-Württemberg, sondern global. Aber uns interessiert natürlich, bleibt das Ländle tatsächlich ein Musterländle? Und der Erste, den ich gerne dazu befragen möchte, ist Herr Vogel von der AfD. Herr Vogel, was meinen Sie? Ein Musterländle, ja. Man weiß ja, dass der Daimler-Benz hier eigentlich der Motor der ganzen Wirtschaft ist, ja. Und wenn es dem halt schlecht geht, ja, oder wenn der verlagert ins Ausland, dann wird es hier ganz schwierig werden, ja. Und das Problem ist tatsächlich, dass auf kurz oder lang ist der Benzin- und Dieselmotor ein aussterbendes Modell, ja, und ich weiß nicht, ob wir Alternativen dafür haben, ja. Das Problem ist halt mit dem Elektrofahrzeug, der Elektromotor ist an sich sehr gut, aber der Antrieb über die Batterien ist halt das Problem, ja, was macht man mit den vielen Batterieschrott, ja, und man muss halt dann eventuell andere
andere Wirtschaftszweige ergründen, ja, was man, mit was man Geld verdienen kann, wenn es nicht mehr die Automobilindustrie ist. Ja. Mhm. Also, weil eigentlich hängt alles dann vom Daimler-Benz ab, ja, der kleine Unternehmer, das und jenes, indirekt alle. Ja. Herr Kiesel von der FDP, haben Sie eine Idee, was denn danach kommen könnte oder was auch gleichzeitig kommen könnte, damit das Ländle ein Musterländle bleibt? Ja, also man kann dazu sagen, die Wirtschaft ergründet ja Tag für Tag eigentlich, was man machen kann, damit, damit sie selber am Leben bleibt und weiter nach vorne geht. Und ich meine, gerade wenn man über das Thema Antriebe, Mobilität der Zukunft und Ähnliches spricht, da muss man einfach auch sagen, es gibt ja Möglichkeiten, eine Wasserstoffstrategie zum Beispiel zu integrieren. Es gibt auch Möglichkeiten, tatsächlich das Elektroauto noch zu vervollkommnen. Es gibt auch ganz andere Möglichkeiten noch, die man eben tatsächlich dann ergründen muss. Und tatsächlich, man muss sich auch auf die Innovationskraft der Wirtschaft ein wenig verlassen. Denn die Wirtschaft hat ja das Ziel, Gewinn zu machen. Und derjenige, der das beste Konzept vorlegt, das auch für den normalen Bürger, die normale Bürgerin gut bezahlbar ist, der wird ja das Rennen machen. Und so funktioniert ja die Wirtschaft auch. Und da darf man dann auch nicht zu viel eingreifen, von außen zu viel regulieren. Denn meine Erfahrung ist das auch, da geht es dann weniger ums Auto, aber zum Beispiel aus der Bauchemiebranche, dass man, wenn die Wirtschaft sozusagen im Wettbewerb steht, die beste Lösung zu finden, häufig noch viel bessere Ergebnisse erzielt, als jede staatliche Vorgabe sie erzielen kann. Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, heißt das, möglichst als Politik oder Sie als Politiker nicht so viel eingreifen oder möglichst gar nicht eingreifen. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie Herr Auerbach von den Linken das sieht, so ähnlich sicherlich. Ich stimme dem Herrn Kiesel zu. Die Frage ist nur, Stichwort too big to fail, warum braucht dann die Wirtschaft immer Subventionen, wenn es plötzlich nicht geht? Wir müssen quasi Daimler stützen, weil wir uns nicht eingestehen können, dass der Diesel nicht mehr zeitgemäß ist, weil sonst die Arbeitsplätze kaputt gehen. Wir müssen die Casino-Banker unterstützen, weil sonst so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, wenn die dann plötzlich kaputt gehen. Allen voran dann immer die FDP. 2008 in der Bankenkrise und jetzt wieder. Ich meine, Lufthansa haben wir für 9 Milliarden Euro gerettet. Wert waren sie 4,5. Das soll mir mal irgendjemand erklären unter kapitalistischen Bedingungen und Voraussetzungen, wenn doch Angebot und Nachfrage den Markt regeln. Letztendlich ist es auch ein Trugschluss. Wir haben in der Heckler & Koch Waffenindustrie ungefähr 100.000 Beschäftigte und ich glaube in der Autoindustrie einschließlich Zuliefern ungefähr 200.000. Größter Arbeitgeber ist nach wie vor der öffentliche Dienst, obwohl der ganz schön federn lassen musste, gefolgt von Kirche, Diakonie, Caritas und so weiter. Also wenn wir das Augenmerk mal darauf legen würden und auf die Einzelhändlerinnen, die gerade auch darben, dann hätten wir wahrscheinlich eine andere Wirtschaft und ein anderes Wirtschaften und eine andere Beschäftigungsstruktur. Aber wenn wir uns angucken, woher die Industriespenden kommen, dann ist es halt doch eher die Industrie und nicht die Kollegin aus dem Einzelhandel. Nicht die aus dem öffentlichen Dienst und nicht die aus der Pflege. Frau Lindlohr, was kann die Politik tun, um diesen Strukturwandel positiv zu beeinflussen? Frau Lindlohr von den Grünen. Wir müssen uns auf jeden Fall sehr anstrengen. Wir müssen uns sehr anstrengen, denn es ist ja so wichtig, dass wir hier noch in Zukunft gute Arbeitsplätze haben, dass die Leute hier schaffen gehen können, ihr Einkommen verdienen und dann selbstständig entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen. Der Strukturwandel ist da und das betrifft zum einen den Klimaschutz. Und wer jetzt noch denkt, Ökologie und Ökonomie sei was gegeneinander, der wird nicht die Arbeitsplätze der Zukunft hier mit sichern. Wir brauchen klimagerechtes Wirtschaften. Und es ist auch die Digitalisierung mit großen Playern in der ganzen Welt, die uns hier herausfordert. Unser Ministerpräsident hat den Strategiedialog Automobilwirtschaft eingerichtet. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Gewerkschaften, Wissenschaft und auch die Energiewirtschaft arbeiten ganz eng zusammen, damit wir hier schnell werden in den Innovationen. Und da ist zum Beispiel das Thema testfeldautonomes Fahren, eine Elektroladeinfrastruktur, aber auch ein Weiterbildungssofortprogramm
für die Beschäftigten in der Automobilindustrie sind ganz konkret als Projekte verabredet. Und mit einem solchen Ziel, dass wir hier tolle Mobilitätsangebote machen, Mobilitätsprodukte, Mobilitätsdienstleistungen, die weiter hier in die ganze Welt verkauft werden können, daran arbeiten wir. Und vielleicht noch, was wir für dieses Jahr uns unbedingt vornehmen sollten, ist das Thema Innenstadt und Handel. Das gehört zur Corona-Krise eben mit dazu. Es gibt Strukturwandel und Land und Kommunen, das sollten wir dieses Jahr unbedingt machen. Wir brauchen lebendige Innenstädte, wo was los ist, wo man sich gut aufhalten kann und auch damit unseren Handel stützen, noch in diesem Jahr. Vielen Dank. Herr Deutschle von der CDU, wenn ich Frau Lindlo richtig verstanden habe, hat sie unter anderem auch von einem runden Tisch gesprochen, an der Experten Politik, Wirtschaft zusammensitzen. Frau Lindlo, nicken Sie mal kurz, ob ich Sie richtig verstanden habe. Strategiedialog Automobilwirtschaft hat sie angesprochen. Sie würden da auch an diesem Tisch sitzen. Ich meine, Sie sitzen ja irgendwo auch schon an einem Tisch in der grünen, schwarzen. Ich sitze oft an einem Tisch, ja. Koalition. Auch sonst, ne? Das habe ich nicht zu entscheiden. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich würde da sehr gerne wieder mit dabei sitzen. Und ja, wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und vieles wird im Moment durch Kurzarbeitergeld, durch die angesprochenen Hilfszahlungen stimuliert und am Leben gehalten. Aber ich mache mir schon große Sorgen, was passiert, wenn diese ganzen staatlichen Subventionen am Auslaufen sind. Und die Corona-Krise hat vieles nur beschleunigt. Der Strukturwandel war davor schon da. Die Automobilindustrie hat getrickst, geschummelt und ordentlich an Vertrauen zerstört, auch bei uns, auch bei der Politik. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass wir, und Baden-Württemberg ist Spitzenland im Bereich Wissenschaft und Forschung, dass wir sozusagen jetzt unsere DNA, die ja Baden-Württemberg innehat, nämlich das Land der Tüftler und Denker, dass wir wieder selbstbewusst neue Produkte erfinden, dass wir Weltmarktführer werden, dass wir nicht zu schnell in Genehmigungen oder zu lange Zeit in Genehmigungen verlieren, sondern es muss jetzt wirklich ein Rums durch dieses Land gehen. Ich bin da absolut optimistisch gestimmt. Wir haben als Land, nicht so wie der Herr Kiesel das machen würde oder der Herr Auerbach, ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um beispielsweise die Startups in unserem Land zu fördern, um neue Kreativmodule zu machen, um in die Digitalisierung, haben wir ja nachher noch einen Block, investiert, damit die Breitbandinfrastruktur in diesem Land eine bessere wird. Also wir haben, was wir als Land tun können, getan, um die Weichen richtig zu stellen. Aber ich mache mir in der Tat große Sorgen vor dem, was kommt. Die Innenstädte, der Einzelhandel steht vor enormen Herausforderungen, kann da auch mit den großen Playern wie Zalando und Amazon nicht mithalten. Da müssen wir uns als Politik was überlegen, dass wir nicht in einem halben Jahr in leeren Innenstädten spazieren gehen. Vielen Dank, Herr Deutschle, CDU. Jetzt bin ich gespannt auf Herrn Fink von der SPD, der ja zurzeit zumindest mit seiner Partei in der Opposition ist. Meine Frage, wer macht die Regierung eigentlich im Moment alles richtig, was die Beförderung des Strukturwandels im positiven Sinne bedeutet? Die Regierung macht nicht alles falsch in diesem Bereich. Das Thema Startups halte ich auch für ein wichtiges. Und ich glaube, wir sind tatsächlich auch im Bereich von wirtschaftlichen Fonds, die das Land auflegt, um insbesondere bei Startups stärker zu werden, schon ganz ordentlich unterwegs. Was das Land und diese Regierung aber bisher nicht genügend im Blick hat, ist das Thema Weiterbildung. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, um zukünftig noch stärker und noch besser zu sein. Wir brauchen hier auch einen Weiterbildungsfonds des Landes. Und natürlich trägt gerade diese Region von ganz, ganz vielen verschiedenen Playern werden wir getragen, was die wirtschaftliche Stärke betrifft. Das ist nämlich einer unserer Vorteile hier, dass wir nicht nur von einem großen Konzern abhängig sind, den wir übrigens auch gar nicht missen wollen, sondern dass wir tatsächlich ganz viele haben, die sich einbringen. Unterhalten Sie sich mal mit der IHK und dem Bund der Selbstständigen zum Beispiel, dann werden Sie sehen, wie vielseitig das ist. Und um da zukünftig gut dazustehen, brauchen wir, glaube ich, auch regionale Lösungen. Deshalb ist unser Ansatz, dass man mehr mit den Gewerkschaften, den Kammern, aber auch den Arbeitsagenturen vor Ort sich zusammentut und gemeinsam bespricht, was man für die jeweilige Region machen kann. Da fallen einem sehr, sehr viele Themen ein. Es ist die Technologie. Es ist aber auch gerade das Thema Qualifizierung, das ich gerade angesprochen habe. Und das sind verschiedene Bausteine. Das Thema attraktive Innenstadt beschäftigt uns auf kommunaler Ebene sehr intensiv.
Da müssen wir richtig Vollgas geben, weil die Attraktivität gerade auch einer Stadt wie Esslingen hängt sehr an der Innenstadt. Und da brauchen wir aber auch noch mehr Unterstützung des Landes. Vielen Dank, Herr Fink. Jetzt bin ich mal gespannt, Greta, gibt es da zu diesem Themenblock Reaktionen aus unserem Publikum? Ja, direkte Reaktionen gibt es jetzt nicht gerade im Chat, aber uns haben tatsächlich vorab auch viele Leser die Fragen geschickt, die Sie jetzt implizit oder explizit beantwortet haben, nämlich wie die Kandidaten den Transformationsprozess in der Auto- und Zuliefererindustrie begleiten möchten und eben den Transformationsprozess in vielen Teilen unserer Wirtschaft. Deswegen würde ich jetzt einen anderen Aspekt zum Thema Wirtschaft rausgreifen und an Sie weitergeben. Und zwar blickt ein Leser aus einer etwas höheren Perspektive auf den Wohlstand in unserem Land. Er sagt, wir haben ja Glück, in einer der reichsten Regionen der Welt zu leben, aber unser Reichtum fußt auf Benachteiligung anderer Regionen, vor allen Dingen dem globalen Süden, und bürdet damit zukünftigen Generationen eine Menge Probleme auf. Also wie kann dieses Dilemma aufgelöst werden? Jetzt gucke ich mal kurz an der Reihe. Diesmal als erster wäre der Herr Kiesel. Also wie kann man dieses Dilemma auflösen, Herr Kiesel? Also das Dilemma, dass wir praktisch davon profitieren, dass es anderen schlecht geht. Ja, also ich denke, da kann man ja einfach sagen, man muss zum Beispiel oder kann Kooperationen fördern, man kann gemeinsame Projekte angehen. Ich meine, gerade wenn wir auch von Dingen sprechen wie neuer Energiegewinnung und so weiter, gibt es ja auch Lösungen, wie man zum Beispiel auch mit afrikanischen Ländern kooperieren kann, Dinge machen kann. Da kommt dann immer als Einwand, ja, wie kriegt man das dann hierher? Man muss dazu auch mal ganz selbstkritisch sagen, bisher hat ja auch keiner gefragt, woher, wie wir das Öl hierher bekommen. Also das hat ja auch funktioniert, das heißt, sowas muss man einfach mal angehen. Man muss da wirklich innovative Projekte machen und man muss vor allem auch hier auf die Ideen und Verantwortung der Leute vor Ort auch setzen. Man muss die unterstützen bei dem, was sie machen können und möchten und wie sie sich entfalten möchten. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Projekte oder Ideen, wie wir sie hier in den letzten 150 Jahren irgendwie umgesetzt haben, überall auf der Welt gleich funktionieren, weil das nicht den Bedürfnissen überall auf der Welt entspricht. Aber wir können und dürfen das gerne fördern, wo das als Kooperationsprojekt gut funktionieren kann. Und ich denke, dann kann man auch gemeinsam als wirklich eine Welt sozusagen nach vorne gehen und eine gute Zukunft herstellen. Okay, vielen Dank. Also Sie sprechen da ja auch so ein bisschen die Klimathematik an und dass wir global zusammenarbeiten müssen, um da auch zu erneuerbaren Energien zu kommen. Herr Auerbach, welche Ideen haben Sie, um dieses Ungleichgewicht und vielleicht auch die Auswirkungen, die das jetzt auf unsere Welt auch hat, beispielsweise mit Flüchtlingsströmen, wie man da dem beikommen kann. Danke, dass ich gleich dran bin. Das erspart mir im Chat zu schreiben, wie schön man 500 Jahre Kolonisation von den Füßen auf den Kopf stellen kann. Also letztendlich haben wir ja die letzten 500 Jahre ganz viele Länder und Kontinente ausgebeutet und machen es auch noch. Wir könnten zum Beispiel mal anfangen, für die Rohstoffe das zu bezahlen, was es wert ist. Dann müssten die Menschen vielleicht auch nicht mehr zu uns fliehen. Und wenn wir hier vernünftig mit den Böden umgehen würden, dann könnten wir auch nachhaltig Lebensmittel produzieren. Und dann müssten wir nicht unsere Massentierhaltungsprodukte mit Soja made in Südamerika nach Afrika karren, dort die Märkte kaputt machen und dann das Gute wieder zurück importieren. Letztendlich könnten wir da viel machen und müssten eigentlich nur aufhören, mit unseren Freihandelsabkommen die ganze Welt kaputt zu machen. Ich glaube, dann wäre viel gewonnen.
Ja, vielen Dank. Soweit ich mich entsinnen kann, ist ja kürzlich erst ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Afrika abgeschlossen worden. Als nächste in der Reihe ist die Frau Lindlohr. Ja, was sagen Sie denn dazu? Vielleicht auch gerade zu dem Thema Freihandelsabkommen und ja, wie man vielleicht trotz allem dann ja, diesem Dilemma beikommen kann. Wir haben keinen fairen Welthandel. Wir haben keinen fairen Welthandel und das macht ganz viel der Probleme aus. Und so sehr wir als Europäer oft tun, dass wir ja dafür sein, dass man da mit wenig Handelshemmnissen sich mit den großen anderen Regionen und Industriestaaten verabredet, also sehr sind wir immer noch in Gefahr, dass wir uns abschotten, gerade gegen die Märkte, aus den südlichen Ländern. Und von daher ist da immer noch viel, viel, viel Doppelmoral von der gesamten EU im Spiel. Und tatsächlich müssen wir Handelshemmnisse gegenüber Ländern des Südens abbauen. Tatsächlich schotten wir uns ab. Und andererseits fluten wir Länder mit Überproduktion, machen da die Preise kaputt und machen dort die Selbstständigkeit kaputt. Ganz wichtig, also eine wirklich faire Handelspolitik, und das ist Gründungsmotivation. Tatsächlich ist aber auch wichtig das Lieferkettengesetz, das jetzt kommen soll auf der Bundesebene. Und das ist ja mal das Mindeste, was wir hinbekommen müssen als reiches Land. Es soll jetzt ein Anfang sein. Man wird das ausdehnen müssen, dass klar ist, wer hier importiert, weiterverarbeitet, hat Verantwortung dafür, nach welchen Standards vor Ort produziert wird. Und das brauchen wir bei uns sicherlich ausgedehnt und letztlich auch EU-weit ein echtes Lieferkettengesetz gegen Menschenhandel, gegen Ausbeutung, gegen Kinderarbeit. Gut, vielen Dank. Herr Deutsche, Sie sind ja auch im Land mit in der Regierungsverantwortung oder sagen wir mal so in einer Partei mit in Regierungsverantwortung. Wie könnte vielleicht da auch das Land gerade beim Thema unfairer Handel mitwirken? Also ich wollte gerade darauf hinweisen, ich bin Landtagsabgeordneter und kandidiere nicht für ein Amt in der WHO. Da müssen wir jetzt schon noch mal ein bisschen realistisch bleiben, was wir hier diskutieren. Wir haben Lieferkettengesetz, wir haben die Initiative Grüner Punkt. Und ich habe vorhin erzählt, dass ich heute Morgen die Runde mit dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium hatte, wo sich eine mittelständische Unternehmerin, die über 400 Mitarbeiter hier im Wahlkreis hat, darüber beschwert hat, dass sie gewisse Dinge im Moment nicht ausführen kann, weil das Bundesamt für Ausfuhrwirtschaft da ewig rummacht. Das ist ein Produkt, was nach Saudi-Arabien exportiert wird, hier in Neuhausen hergestellt wird. Und das Problem, in Anführungszeichen, liegt daran, dass wir durch diese Geschichte Khashoggi, dieser Mord in Istanbul, der durch Saudi-Arabien ganz offensichtlich in Auftrag gegeben war, eben mit Sanktionen mit Saudi-Arabien zu tun haben. Das finde ich richtig, das ist auch moralisch in Ordnung zu sagen, sowas funktioniert nicht. Und trotzdem, und das war die Antwort, Frankreich hat auch gesagt, finden wir moralisch nicht in Ordnung, finden wir ganz furchtbar. Aber ein Wirtschaftsembargo gab es eben nicht. Und deshalb hat jetzt der französische Hersteller in Bezug auf den Deutschen einen klaren Vorteil, indem er sagt, dann kommt es halt von uns. Und der Weltwettbewerb nimmt auf solche nationalen Empfindnisse, wie sie bei uns diskutiert werden, an der Stelle keine Rücksicht. Deshalb, ich plädiere dafür, wir müssen da das ganze Gewicht Europas in die Waagschale werfen. Sowas kann man nur als Kontinent gemeinsam lösen. Mitnichten als Landesregierung, aber wenn die Frau Lindlohr sagt, das sei der Gründungsmotivation der Grünen gewesen, würde ich die Frage zurückgeben, was der Herr Kretschmann sich überlegt hat, um das Exportland Baden-Württemberg im internationalen Vergleich noch besser zu machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Sollen wir die Frage dann einfach gleich mal zurückgeben, wenn Sie jetzt schon direkt angesprochen werden, Frau Lindlohr? Ja, ich kann natürlich auch was fragen. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz verstanden, was der Kollege wegen des Exportlandes bleibt. Wir haben natürlich zur Transformation unserer Wirtschaft schon gesprochen. Tatsächlich geht es aber natürlich auch um ökologische und soziale Standards. Deswegen haben wir zum Beispiel als Landtagsfraktion
hier gekämpft zur, wenn man sich überlegt, was macht das Land, VWV-Beschaffung, Verwaltungsvorschriftbeschaffung, nach welchen Standards bezieht das Land, das ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Und wir haben viel gerungen und haben jetzt mehr ökologische und soziale Kriterien in unserer Verwaltungsvorschriftbeschaffung. Das ist konkrete Landespolitik, die ich gemacht habe mit. Okay, herzlichen Dank. So, jetzt wäre da noch der Herr Fink in der Runde. Herr Fink, das Dilemma, das habe ich ja schon geschildert. Was sagen Sie dazu? Wie kann man das lösen? Thema Wohlstand hier und negative Auswirkungen auf den globalen Süden. Wie so oft ist der Schlüssel das individuelle Verhalten von jedem von uns. Das Konsumverhalten, wie wir hier leben und wie kann man das beeinflussen? Es gibt Ziele, die für alle gelten. Das sind die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wo alle Mitglieder der Vereinten Nationen sich verpflichtet haben, diese Ziele erreichen zu wollen. Und wir müssen als Land Baden-Württemberg diese Ziele, die es gibt, in unsere Bildungspläne mit aufnehmen. Das muss Teil von dem werden, wie unser Zusammenleben funktioniert. Das ist etwas ganz Konkretes. Ebenfalls sehr konkret im Land Baden-Württemberg gibt es die SEZ, die Stiftung für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und die könnte in den Gemeinden noch viel stärker Impulse setzen, um vor Ort auf kommunaler Ebene zu zeigen, was wir alles gemeinsam machen können. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir müssen auch mehr selber hier vor Ort bei uns produzieren, zum Beispiel Batterien und Ähnliches. Dazu gehört dann aber auch, dass man zum Beispiel bereit ist, auch weitere Gewerbegebiete auszuweisen und Ähnliches. Also dieser Konflikt, der wird immer wieder auftauchen, aber am Ende hängt es von unserem Verhalten hier vor Ort ab. Und da kann man als Land Baden-Württemberg durchaus beispielhaft vorangehen. Herzlichen Dank. Jetzt kann man Sie nicht hören. Oh, Sie waren weg. Entschuldigung. Ja, der Herr Vogel ist der Nächste in der Runde. Ich schätze mal, Sie dürfte das Thema ja auch sehr interessieren, weil es ja auch um die, eine Auswirkung dieses Ungleichgewichts ja auch die Flüchtlingsströme hier ins Land sind. Ja, es ist wirklich mit Schrecken zu beobachten, wie sich unser Land und allgemein bestimmte Länder verändert haben. Es zählt nur noch das Kapital, also von der sozialen Marktwirtschaft ist nicht mehr viel zu spüren. Nur noch das Kapital, jeder will mehr und mehr haben. Wer größer ist, schnappt den Kleinern, nimmt dem Kleinern alles weg, lebt auf Kosten von anderen. Ja, und natürlich muss man auch im Land mehr produzieren, damit es endlich mal aufhört, in diesen Ländern die anderen auszubeuten. Unter widrigen Arbeitsverhältnissen, die werden krank, die Kinder, die sind auf dem Müll halten, wo lauter Giftberge sind. Und es ist erschreckend, wenn man genau wüsste, welche Produkte man dann kauft, ja, dann würde man es gar nicht mehr kaufen. Ja. Und das muss man natürlich wieder Wirtschaft hier anfangen. Hier muss wieder was produziert werden, dann muss der Einzelne eben etwas mehr zahlen, aber er weiß, unter welchen Bedingungen das hier gemacht wird dann, ja. Und nicht alles nur aus dem Ausland besorgen. Wenn ich heute was kaufe, ist zu 90% steht drauf Made in China oder Taiwan oder Thailand oder nicht Thailand, andere Länder, ja. Das ist, und das, da muss man wieder zurückkommen, etwas, ja, auf jeden Fall, ja. Super, vielen Dank. Ich möchte hier noch was ansprechen, also weil Sie ja auch die Müllhalden angesprochen haben, nur so eine kleine Anmerkung meinerseits. Unsere gebrauchten Gebrauchtgeräte werden ja teilweise auch nach Afrika verschifft, um dort dann einfach vor Ort ohne Schutzmaßnahmen die auseinandernehmen zu lassen. Ja. So, bevor ich wieder zurück zum Johannes gebe, möchte ich noch mal kurz die Diskussionsrunde bei uns im Chat ein bisschen an Sie weitergeben. Ein paar
unter anderem unser Geschäftsführer hat sich geärgert, dass es jetzt um die weltweiten Themen geht und meinte, ja, wir sollten uns jetzt wieder mehr um die Landkreisthemen und die lokalpolitischen Themen kümmern. Außerdem hat ein Leser angemerkt, dass in diesem Zusammenhang auch der Einkauf lokaler landwirtschaftlicher Produkte stärker in den Fokus genommen werden sollte. Genau. So, dann gebe ich jetzt weiter an den Johannes. Ja, wir werden jetzt uns mal richtig Mühe geben, die Welt von Esslingen auszuretten. Warum auch nicht? Das ist ja irgendwo auch unser aller Zentrum der Welt. Und da habe ich auch ein gutes Thema für. Das hängt eng mit dem Thema Wirtschaft und Ökologie zusammenhängt, nämlich der berühmte Verkehr, und zwar der auf den Straßen. Das gehört zu den Themen in der Gesellschaft, die vielleicht am emotionalsten zurzeit im Landkreis geführt werden, egal ob am Frühstückstisch oder in der Kneipe. Gut, Kneipe hat im Moment nicht auf, aber es wird sehr heiß diskutiert. Gerade in so einer engen Stadt wie in Esslingen kann man das relativ einfach auf den Punkt bringen. Der Raum ist stark begrenzt. Es gibt einen Kampf um die Kiesstraße, es gibt einen Kampf um den Alisensteg, Fahrradfahrer, Fußgänger, Autofahrer. Wer soll eigentlich welchen Platz bekommen? Und ich würde diese Frage als erstes an Herrn Auerbach von den Linken richten. Herzlich gerne. Den Alisensteg kann man, glaube ich, gut sanieren. Er ist noch gut, vor allem der Eisbergweg. Die Ritterstraße lebt durchaus jetzt schon auf, dadurch, dass nicht mehr allzu viele Autos durchfahren, wobei es deutlich weniger werden könnten. Und was die Kiesstraße betrifft, in Bus passen einfach mehr Menschen rein als in Pkw. Und wenn die Busse dann Vorfahrt haben, dann gibt es vielleicht auch weniger Verkehr auf den Straßen. Deswegen sind wir eigentlich für einen kostenlosen ÖPNV, der richtig gut ausgebaut ist und von den Taktungen her funktioniert. Für Reutlingen hat es die Bundesregierung mal kurz angedacht, ist dann aber in der Schublade verschwunden. Liegt vielleicht auch daran, dass auf den meisten Bahnhöfen ein großer Stern ist, die dann auch immer das Management stellen, aber ihre Ingenieure nicht in der Lage sind, Züge, Waggons und so weiter zu produzieren. Vielleicht müsste sich daran mal was ändern. Jedenfalls mit ÖPNV von der Haustüre weg bis zur Ladentür wäre auch der Esslingen Innenstadt gedient. Deswegen waren wir für einen Altstadtbus, konnten uns an der Stelle allerdings noch nicht durchsetzen. Vielen Dank, Herr Auerbach. Frau Lindloff von den Grünen, kostenloser ÖPNV müsste doch so eine Landesregierung mit links umsetzen können oder mit Grünen. Wir haben ja schon was erreicht damit, dass wir einfacher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen in Baden-Württemberg mit dem BW-Tarif, sodass wir immer alle ein Ticket bis direkt vor die Haustür lösen können. Das macht es auf jeden Fall einfacher und auch günstiger. Und wir stellen uns vor, dass wir ein Ticket bezuschussen vom Land, das 1 Euro für die Stadt ist, 2 Euro für die Region und 3 Euro fürs ganze Land. Aber nur billig ist keine Lösung. Es ist ein Element. Wir brauchen ein besseres Angebot im öffentlichen Verkehr. Unser Ballungsraum braucht das. Da haben alle was davon. Das ist auch eine Sache der Teilhabe. Es kann nicht immer jeder Auto fahren. Ältere Menschen zum Beispiel können das oft nicht. Und ich kämpfe hier dafür, dass wir das Stadtbahnprojekt von Nellingen nach Esslingen voranbringen und dass wir da eine gute Allianz bringen, hier eine neue Schiene zu legen. Insgesamt Neckartal und Filder zusammen. Verbindungen, die wir schon hatten, eine Straßenbahn, die wir schon hatten, ist ganz wichtig. Und für den Fahrradverkehr können wir auch noch ganz viel tun. Und es mit dem Fahrradschnellweg, den wir planen. Herr Deutschle von der CDU, was wäre aus Ihrer Sicht das zu priorisierende, das wichtigste Verkehrsprojekt, das Sie als Landtagsabgeordnete, wenn Sie denn gewählt werden, am drängendsten voranbringen möchten? Und warum? Ich habe mich ja schon früh für die Reaktivierung der Stadtbahnlinie von Nellingen nach Esslingen eingesetzt. Ich freue mich, dass die Kollegin Lindwor da jetzt auch mitmacht. Und ich denke, das wäre was, wo wir hier im Wahlkreis einen wirklichen Fortschritt sehen könnten. Ich möchte aber dafür plädieren, weil Sie jetzt explizit die Stadt Esslingen angesprochen haben. Der Wahlkreis besteht ja aus mehreren Orten, aus Eichwald, aus Denkendorf, aus Neuhausen, aus
Noch ein paar anderen, geht alles von meiner Zeit weg, die Menschen wissen, wer es zum Wahlkreis gehört. Mir geht es darum, dass wir nicht anfangen, das eine Verkehrsmittel gegen das andere auszuspielen. Wir brauchen beides. Wir hatten gestern Abend genau in dieser Runde, mit Ausnahme von dem Herrn von der AfD, eine Veranstaltung mit dem ADFC in Esslingen, wo ich schon das Gefühl hatte, da sind wir schon fast in so einer Art Klassenkampf, ja, so wie der Herr Auerbach, das hier ja jetzt ja schon ein bisschen so, meint das humoristisch, weil ich ihn schätze, so ein bisschen rüberbringt. Aber wir dürfen nicht anfangen, jetzt das Auto gegen den Radverkehr und den ÖPNV gegen den Individualverkehr auszuspielen. Ich fahre mit dem Fahrrad runter zur Bahn, parke das dort, steige dann in ÖPNV und abends bin ich Autofahrer. Und ich glaube, so geht es ganz vielen von uns. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir das im guten Miteinander hinbekommen. Deshalb fand ich das auch nicht richtig zu sagen, man nimmt den Autofahrern hier in Esslingen eine Spur weg und macht da eine Umweltspur draus, wo wir doch genau wissen, dann stehen die ganzen Leute noch mehr im Stau und blasen noch mehr CO2 und NOx raus. Da muss uns was Cleveres einfallen, eben wenn der Raum beengt ist. In Stuttgart hat man es versucht mit diesem Pop-up-Weg, der wurde dann gleich wieder abgebaut, weil man gesehen hat, es funktioniert nicht. Ich finde, das ist jetzt nicht die Zeit. Wir müssen schauen, dass wir gut durch diese Corona-Krise kommen. Der ÖPNV ist zumindest im Moment mit einem großen Fragezeichen versehen. Die Menschen fahren im Moment nicht öffentlich, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Die Fahrgastzahlen gehen runter. Da müssen wir als Politik flexibel darauf antworten und nicht Kämpfe führen, die am Ende doch keinem was bringen. Herr Fink von der SPD, wenn ich jetzt auch Ihren Vorredner richtig zugehört habe, so ganz aufs Auto verzichten können wir wohl nicht. Nein, das möchte ja auch gar niemand. Aber wir müssen den sogenannten Modal Split, also die Aufteilung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer, tatsächlich verändern. Und zwar deutlich hin zum ÖPNV. Und das Problem haben Sie vorhin in Ihrer Anmoderation schon richtig auf den Punkt gebracht, lieber Herr Fischer. Sie haben von einem Kampf gesprochen. Und genau das ist das Problem. Wir verlassen manchmal sehr schnell die rational-sachliche Ebene. Es wird sehr schnell emotional. Und dann bringen auch Plakatierungsaktionen und Petitionen nichts, wenn wir doch gemeinsam versuchen wollen, gelassener und vernünftiger genau das zu erreichen, was wir alle wollen, nämlich eine Stärkung des ÖPNV. Das ist der Schlüssel. So gelingt es uns, die Mobilität der Menschen aufrechtzuerhalten. Und das ist unglaublich wichtig, weil Mobilität eine soziale Frage ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir offensichtlich im Land langsam aber sicher zu einem 365-Euro-Ticket oder einem ähnlichen Modell kommen. Dafür kämpfen wir auf Kreistagsebene schon seit vielen, vielen Jahren, sind immer leider kläglich gescheitert. Und wir müssen bei uns in der Stadt uns auch trauen, klar zu sagen, wenn wir dem ÖPNV die Vorfahrt geben wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass der Bus nicht genauso im Stau steht, sondern auch zum Beispiel mit intelligenten Lösungen, was auch digitale Ampelsteuerungen und Ähnliches betrifft, dafür sorgen, dass man mit möglichst jedem Verkehrsmittel gut durch diese schöne Stadt kommt. Und dann werden wir gemeinsam auch was hinbekommen. Und ich bin übrigens noch sehr froh, dass es uns gelungen ist, gerade im Bereich ÖPNV dafür zu sorgen, dass der Busverkehr zukünftig zu 100% städtisch und 100% elektrisch ist. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch zum Klimaschutz. Ein weiterer wichtiger Block, über den wir heute wahrscheinlich nicht ausgiebig diskutieren können. Ja, tatsächlich, die Zeit schreitet voran. Trotzdem werden wir bestimmt noch zum einen oder anderen Thema kommen. Herr Vogel von der AfD, sehen Sie auch Klassenkampf auf der Straße? Nein, ich denke mal, es gibt sowieso in naher oder ferner Zukunft, wird es diesen Individualverkehr mit dem Fahrzeug, wo einer 350 PS hat und da allein drin sitzt, wird es nicht mehr geben. Ja. Gut, da muss sich der Staat überlegen, wie er seine Steuer sonst irgendwo einnimmt, weil er wahrscheinlich am meisten über die Kfz-Steuer einnimmt. Ganz klar, ich fahre auch gern Rad, aber man kann durchs Radfahren die komplette Mobilität nicht ersetzen, ja. Vor allem nicht hier, wenn es überall so steil ist. Man muss dann natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr viel machen, ja. Das kann natürlich nicht alles umsonst gehen, ja, das ist ganz klar. Man kann ja nicht herschenken oder irgendwoher muss ja das Geld auch wieder verdient werden. Aber da muss viel, viel gemacht werden, ja, damit das zügig vorangeht. Herr Kiesel von der FDP, sehen Sie eine dieser Gruppen im Moment bevorzugt? Oder finden Sie, es läuft gerade, nehmen Sie das Beispiel Esslingen, läuft für Sie das eigentlich sehr moderat und ausgewogen? Ja, also
Was man sagen muss, ist natürlich, der Verkehr ist bei uns auf das Automobil bisher sehr stark abgestellt. Deswegen muss man intelligente Lösungen finden, damit die Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern miteinander sind. Der Herr Deutschle hat vorher diese Runde, bei der wir gestern schon waren, angedeutet. Ich habe da auch gesagt, natürlich brauchen Radfahrer Sicherheit. Der öffentliche Personennahverkehr braucht Verlässlichkeit, dass es auch pünktlich ist. Aber der Bürger braucht auch eine Wahlfreiheit, was er denn nutzt. Und deswegen habe ich immer ein Problem damit, wenn man eben sagt, das Auto ist schlecht und das Auto muss zurückgedrängt werden. Ich bin einfach der Überzeugung, wir müssen in eine Situation kommen, wo diese Wahlfreiheit steht und wo der Bürger dann auch von sich aus und die Bürgerin natürlich auch von sich aus entscheidet, dass er gerne ein anderes Verkehrsmittel nutzen will. Ich glaube nicht, dass wir zu viel eingreifen sollten, sondern wir sollten wirklich Möglichkeiten erstellen und dann die freie Wahl zulassen. Und zum Beispiel, was mich dann schon ärgert, ist zum Beispiel, wenn wir so einen Wintereinbruch haben, die Straßen werden geräumt und dann wird der ganze Schnee auf den Gehsteig oder auch auf die Radwege verteilt, beziehungsweise Radwege werden auch nicht geräumt und das ist dann auch keine Wahlfreiheit mehr. Ich bin selber kein Radfahrer, aber ich denke, dass man da schon darauf achten muss, dass man da eine ausgeglichene Situation herstellt, sodass jeder zu jeder Zeit auch auswählen kann, was er nutzen möchte. Vielen Dank, Herr Kiesel. Ich finde es wunderbar, dass gleichzeitig, während wir hier reden, auch viel nebenher diskutiert wird. Bevor wir ein letztes Mal nochmal uns den Fragen und der Diskussion unserer Zuhörerinnen stellen, würde ich gerne noch ein Thema mit Ihnen durchdiskutieren, weil es uns wirklich alle bewegt und drängt. Es gibt nicht nur einen wirtschaftlichen Umbruch, es gibt nicht nur einen Verkehrsumbruch, es gibt auch vor allen Dingen eine digitale Transformation, in der wir mittendrin stecken. Und die Corona-Krise hat es ja nochmal deutlich verschärft. Wir würden gar nicht so jetzt diskutieren, wenn das nicht so wäre. Für mich, ich persönlich habe neulich jemanden kennengelernt, der verweigert sich allem. Und das seit den 90er Jahren, seit Beginn des Internet, ohne Mobilfunkgerät. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber irgendwie scheint es auch zu funktionieren. Frau Lindlohr, ich würde bei Ihnen mal anfangen. Es geht um die digitale Transformation, aber meine Einstiegsfrage wäre, können Sie diese Person, die ich neulich mal kennenlernte, ohne Netz, ohne alles, können Sie das nachvollziehen? It's a free country, würde man über dem Teich sagen, und die Leute können wählen, wie sie leben wollen. Ich bin gerne vernetzt mit der Welt und treffe natürlich am liebsten Menschen persönlich, aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt technische Möglichkeiten habe, meine Verwandten in anderen Regionen auch online und mit Video einfach zu treffen. Aber trotzdem, es geht ja nicht um Zwang, sondern um Möglichkeiten. Digitalisierung betrifft aber alle Bereiche. Wir müssen das als große wirtschaftliche Herausforderung sehen, aber wir können natürlich auch die Chancen sehen fürs Miteinander, auch beispielsweise in der Pflege und auch ökologisch. Beispielsweise beim Thema Ultraeffizienz oder ein Thema, was mich beschäftigt, digitales Recycling. Ja, Kreislaufwirtschaft ganz anders digital voranbringen. Da stecken ganz, ganz viele Chancen drin und die muss man suchen und dann nutzen. Und da sind wir ganz gut im Land unterwegs. Unser Ministerpräsident hat als erstes eine Digitalisierungsstrategie angesetzt, über alle Ressorts hinweg, noch in der letzten Legislaturperiode. Und da sind wir jetzt ganz gut voranbekommen, auch mit dem Breitbandausbau. Wo es sicherlich noch nicht so gut aussieht, ist bei der Digitalisierung der Schulen. Und da hätte jetzt auch mehr laufen können. Und es ist gut, dass jetzt gestern die Kultusministerin gesagt hat, dass sie doch mehr Serverkapazitäten für das System des Landes noch dazu kaufen will. Also das muss man natürlich dann hinkriegen, da wird es hohe Zeit. Herr Deutschle von der CDU, Sie sind jetzt auch wieder bei uns. Viele Grüße an den Kollegen im Zimmer. Da gibt es trotzdem ein paar Widersprüche. Wir wollen alle die Digitalisierung, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die wollen nicht unbedingt einen Mast vor der Tür stehen haben. Wie ist da Ihre Position? Ja, Sie sprechen da was Richtiges an. Wir haben
im Land die Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, haben richtig Geld in die Hand genommen, 1,1 Milliarden, nachdem die Vorgängerregierung keine 100 hinbekommen hat, haben wir da jetzt richtig Gas gegeben. Aber in der Tat, am Ende sind auch die Kommunen gefragt. Und hier in Esslingen sind ja die Grünen und die SPD dabei zu sagen, 5G, neue Handymasten, neue Infrastruktur in dem Bereich, zumindest nicht auf städtischen Liegenschaften. Damit ist Esslingen eine von 14 Städten in ganz Baden-Württemberg, die da nicht mitmacht. Ich selber kann bei mir zu Hause in Hohenkreuz nicht Handy telefonieren, kriege das hin über eine entsprechende WLAN-Modellierung. Aber Sie sprechen dann schon einen Punkt an, dass wir in Stuttgart eben nicht diesen einen Knopf haben, den wir drücken und dann flutscht das Ganze, sondern es kommt am Ende auf die Partner in den Kommunen an, auf entsprechende Mehrheiten in den Gemeinderäten. Und da kommt es dann zum Schwur, da wird es dann konkret. Und für mich ist für den Ausbau der Infrastruktur Mobilfunk gleichwertig mit dem Verlegen von Glasfaserkabel. Wir werden am Ende die ganzen Zukunftstechnologien, autonomes Fahren, wird nur mit 5G stattfinden können. Wenn wir da in Baden-Württemberg, aus welchen Gründen auch immer, sagen, wir wollen das nicht, dann wird, und da schließt sich jetzt der Kreis zu der Frage vorhin, die Welt nicht auf uns warten. Irgendwo, beziehungsweise es gibt schon ganze Länder, wo 5G flächenmäßig und flächenweit schon ausgerollt ist, wird es stattfinden. Und dann werden wir wieder nicht Technologieführer in dieser Branche sein. Und die Frage ist, wie lange können wir uns das leisten? Wie lange werden wir von dem Wohlstand, den wir jetzt noch haben, leben können? Das ist die große Frage. Und da bin ich jemand, der da sehr fortschrittlich und progressiv ist und da versucht auch, Ängste abzubauen, die es gibt. Da muss man die Menschen auch mitgeben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir zum Beispiel mal einen runden Tisch in der Landespolitik machen zum Thema Gefahren von Strahlung, 5G. Bislang gab es da leider nichts. Ich würde mich darum kümmern, dass das passiert. Ja, vielen Dank. Ich war jetzt sehr geduldig. Mobilfunk ist ja die Wirtschaftsministerin zuständig. Aber die Stadt Esslingen mit den Grünen im Gemeinderat hat es vor Ort abgelegt. Das kann die Wirtschaftsministerin, Frau Lindler, nicht allein entscheiden, wenn vor Ort die Grünen dagegen sind. Ja, weil du den Landestisch ansprachst. Ja, so ist es halt leider. Ja. So funktioniert eine Koalition im Disput. Arbeitet man sich weiter. Herr Fink von der SPD, irgendwo ist viel auch mal kurz das Wort SPD und irgendwie hatte ich den Eindruck, Esslingen, also so habe ich es Herrn Deutschle entnommen, läuft Gefahr, ein bisschen abgehängt zu werden. Hängt das? Wie sehen Sie das? Sie sind ja Stadtrat in Esslingen. Und haben Sie das Gefühl, das Land tut zu wenig für die Stadt oder könnte die Stadt eigentlich auch mehr machen? Es ist von allem ein bisschen Wahrheit drin. Was hat die Stadt entschieden? Sie hat entschieden, dass es keine Mobilfunkanlagen auf städtischen Gebäuden geben soll. Warum hat man das entschieden? Weil man damit auch auf der anderen Seite klar gesagt hat, wir wollen andere Standorte ausbauen, weil wir als Kommune, und da spricht jetzt der Altbürgermeister, genau das erleben, was vorhin beschrieben wurde. Abstrakt möchte jeder ein funktionierendes und schnelles Handynetz ohne weiße Flecken. Aber sobald der Mast irgendwo auftaucht, haben sie die Bürgerinitiative am Ort und haben eine Emotionalität, die es schwierig macht, das Thema sachlich zu besprechen. Und deshalb wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, auch eine landeseigene Infrastrukturgesellschaft zu gründen, die genau das bündelt, die auch vor allem den kleineren Kommunen hilft dabei, private Anbieter anzuwerben, gemeinsam diese Diskussionen vor Ort zu führen, zu kommunizieren. Da sind vor allem viele kleinere Kommunen oftmals überfordert. Und ein anderer Aspekt ist noch wichtig, Herr Fischer, das, was Sie am Anfang gesagt haben, diese Person, die Sie beschrieben haben, die hat sich freiwillig entschieden, auf digitale Geräte zu verzichten. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht eine Gesellschaft haben, wo ganze Teile es sich nicht leisten können, zum Beispiel ein Laptop oder ein Tablet für die Schule zu Hause zu haben. Und da sind wir gerade als Land auch gefordert. Deshalb spricht noch mal ein bisschen das Thema Bildung an, wo ich heute eigentlich auch unglaublich gerne darüber diskutiert hätte. Aber ich weiß, unsere Zeit ist begrenzt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir bei dieser Digitalisierung niemanden zurücklassen. Ja, vielen Dank. Das ist richtig. Die Zeit ist tatsächlich begrenzt und schreitet auch fort. Es gibt wirklich viele, viele tolle Themen und Bildung ist eins. Ich fürchte, dazu werden wir tatsächlich heute nicht mehr kommen. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde dabei, werden aber trotzdem diese Runde hier noch zu Ende machen und auch nochmal zu den Zuschauern kommen. Herr Vogel, trotzdem würde ich gerne bei dem Thema Digitalisierung jetzt noch bleiben und Sie bitten,
Ihre Vorstellungen uns darzulegen. Was kann das Land für zum Beispiel Landkreis Esslingen, die Stadt Esslingen, Ostfildern, Köngen, wo auch immer, was kann das Land tun? Was tun Sie, wenn Sie gewählt werden? Oder brauchen wir keine Digitalisierung? Gut, ich habe natürlich früher auch Personen kennengelernt, die keinen Fernseher oder nichts hatten. Ich habe das akzeptiert und das ist ja nicht schlimm, aber ich finde, die Digitalisierung muss auf alle Fälle vorangetrieben werden. Ja. Und man kann nicht sagen, okay, man will jetzt auf öffentlichem Gelände kein Mast stehen haben, das geht einfach nicht. Ja. Weil die Behörden, die arbeiten ja auch mit der ganzen Sache, ja. Bei dem 5G, ich kenne mich jetzt ein bisschen zu wenig aus, müssen auch die gesundheitlichen Sachen natürlich in Erwägung gezogen werden, ob das gesundheitsschädlich ist tatsächlich oder nicht eben, ja. Aber ohne Digitalisierung geht überhaupt nichts mehr. Das ist unsere Zukunft, ja. Ganz bestimmt, ja. Mhm. Vielen Dank. Herr Kiesel von der FDP. Ist Deutschland, ist Baden-Württemberg, ist der Kreis Esslingen auf einem guten Weg oder haben Sie auch den Eindruck, wie viele andere, dass man eigentlich schon sehr viel weiter könnte und die Corona-Krise genau das uns auch gezeigt hat? Ja, also das kann man mit Sicherheit sagen. Man könnte viel weiter sein. Corona hat auch gezeigt, was alles möglich ist, wenn man es machen muss sozusagen. Und ja, Digitalisierung, das ist ein zentrales Zukunftsthema, das durchdringt ja alle Lebensaspekte vom beruflichen bis zum privaten. Die Leute, die jetzt zum Beispiel um 2000 herum geboren wurden, die Digital Natives, die werden diese Diskussion gar nicht nachvollziehen können, die wir da führen, denn deren Leben findet häufig einfach auch digital statt. Und da müssen wir auch, so wie der Herr Deutschle ja auch gesagt hat, auch Mobilfunk wirklich flächendeckend gut anbieten. Wir brauchen aber auch für die Industrie die Breitbandanschlüsse. Wir müssen die Schulen stärker noch digitalisieren. Wir müssen da auch vor allem eine Kompetenz sowohl technischer als auch inhaltlicher Natur vermitteln, damit die Leute auch mit den digitalen Welten umgehen können. Und das ist etwas, da müssen wir alles zusammendenken. Das ist wirklich eine umfassende Aufgabe. Deswegen setzt sich die FDP ja dafür ein, dass es ein Digitalisierungsministerium gibt, das sich eben für die Infrastruktur, für die Anbindung von Schulen, für alles, was damit zu tun hat, einsetzt. Und das auch, das hat der Herr Deutschle auch schon angesprochen, etwas ganz elementar Wichtiges tut, nämlich kommunizieren, auch mit Menschen vor Ort, da sozusagen wirklich die Leute mitnehmen und sozusagen den runden Tisch leben in der ständigen Ausführung. Und da müssen wir hinkommen und die Leute mitnehmen. Ich möchte aber gleichwohl sagen, weil Sie vorher gesagt haben, Sie haben jemanden kennengelernt, der hat sich der ganzen Digitalisierung verschlossen. Das ist ein absolut akzeptables Lebensmodell. Das wird es nur, sage ich mal, bei den jetzt unter 20-Jährigen wahrscheinlich nicht mehr so geben können. Weil das ist einfach so anders in der Kommunikation, auch die Geschwindigkeit, die da erwartet wird, dass wir da einfach viel tun müssen und wir müssen da einfach auch up-to-date bleiben, um eine lebenswerte Region zu bleiben. Weil sonst nützt uns alles andere, was wir machen, eigentlich wenig, wenn wir nicht mal sozusagen dieses Bedürfnis erfüllen können. Mhm. Vielen Dank. Herr Auerbach von den Linken, was hindert uns eigentlich, viel stärker diese Digitalisierung zu forcieren? Oder gibt es dafür auch einen guten Grund? Den Fortschritt in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Ich meine, natürlich braucht man Digitalisierung, aber ich glaube, dass 4G reichen würde und 5G kann man anschaffen, wenn es dann nachweislich nicht schädlich ist. So macht man hier einfach Großversuche mit Mitbewohnerinnen. Das kann, glaube ich, nicht zielführend sein. Und in dem Zuge sollten wir uns vielleicht dann auch über Entgrenzung von Arbeit unterhalten. Ja, Stichwort prekär Beschäftigte, Klickworkerinnen und so weiter. Menschen, die abends dann noch E-Mails bekommen, aus dem Büro raus oder von zu Hause aus, Corona lässt grüßen, aber auch davor, danach am Arbeiten sind. Oder andersrum, man könnte zu Hause arbeiten, muss aber seine Zeit im Büro absitzen, damit man auch quasi auf dem Präsentierteller sitzt. Und da gibt es viele Fragen, die man durchaus noch klären kann. Wir haben damals, glaube ich, dem Breitbandausbau zugestimmt, allerdings nicht unbedingt den Masten an jeder Laterne, weil wir da schon nochmal mitsprechen wollten. Wie gesagt, 4G müsste eigentlich ausreichen erstmal. Und landesweit ist es eigentlich auch ein Desaster,
von wegen Digitalisierung, machen Sie mal eine landesweite Videokonferenz, sei es jetzt mit Verdi, mit diakonischen Einrichtungen oder sonst irgendwas. Und da stellen Sie dann fest, wo Digitalisierung angekommen ist und wo die Leute quasi digital noch auf den Bäumen sitzen. Und da redet man nicht unbedingt von Oberschwaben. Herzlichen Dank, Herr Auerbach. Ich würde jetzt gerne nochmal rübergehen und hören, wie sich die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu den verschiedenen Themen äußern. Vielleicht gerne auch zu dem letzten. Ich glaube, auch Verkehr ist sehr viel diskutiert worden zum Thema Verkehr. Greta, wie sieht's aus? Ja, tatsächlich wurden viele Fragen jetzt auch parallel im Chat gestellt oder vorher schon eingeschickt. Ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung. Zu allen können wir aber die Fragen nicht in die Runde geben. Deswegen möchte ich die Kandidaten bitten, was ja einige auch schon tun, da vielleicht auch ein bisschen auf den Chat zu achten und da die eine oder andere Frage zu beantworten. Zum Beispiel die, welche Schulnoten die einzelnen Teilnehmer beim Thema Digitalisierung in der Schule geben würden. Vielleicht kann da ja jeder noch eine kleine Note dann in den Fragen- und Antworten-Funktion abgeben. Genau. Es wurden, wie gesagt, viele Fragen auch zum Thema Verkehr eingeschickt, die Sie teilweise schon beantwortet haben. Unter anderem haben sich die Zuschauer interessiert, wie die Parteien die Mobilitätswende voranbringen wollen. Es gab Forderungen nach einem besseren Ausbau der Radwege, Kritik an der Umweltspur in Esslingen und daran, dass die Stadtbahnverlängerung Nellingen-Esslingen auf sich warten lässt. Die Zuschauer interessiert auch, wie die Kandidaten zum Thema Batterieantrieb versus Brennstoffzelle stehen. Es geht auch um luftverschmutzende Heizungen. Also da gehen wir jetzt schon ein Thema weiter Richtung dem Thema Energie und Umweltschutz, die durch das erneuerbare Wärmegesetz in BW begünstigt werden, wie ein Leser meint. Genau. Außerdem wird auch die Frage gestellt, wer zum Beispiel das 365-Euro-Ticket finanzieren soll. Oder es werden Fragen nach dem Strommix in Baden-Württemberg gestellt. Ja, ich möchte jetzt aber ein ganz anderes Thema ansprechen und hoffe, dass die Zuschauer ihre Fragen vielleicht irgendwie per Mail an die Kandidaten loswerden können, dass sie da noch einfach in Kommunikation treten können. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir noch ein letztes Thema, das gerade auch einfach groß gespielt wird bei uns im Landkreis, in der Region, angehen und das uns auch viele Leser ans Herz gelegt haben, dass wir das heute weitergeben. Und zwar das Thema günstiger Wohnraum in der Region faire Mietpreise, faire Wohnsituationen. Wie möchten die einzelnen Kandidaten da etwas dafür tun? Leser haben beispielsweise ein paar Vorschläge in den Raum geworfen, wie eine Grunderwerbsteuersenkung oder eine Befreiung beim Ersterwerb oder günstigen Wohnbau beispielsweise auf landeseigenen Flächen. Was können sich da die einzelnen Kandidaten vorstellen, ist die Frage. Ich würde jetzt vorschlagen, dass vielleicht jeder Kandidat drei Stichworte nennt, wie er diesem Mangel an günstigem Wohnraum und Sozialwohnungen hier im Kreis Esslingen beizukommen gedenkt, beziehungsweise was er da als mögliche Lösungen vorschlägt. Wir fangen diesmal mit dem Herrn Deutschler an. Versuch's in Bullet Points in Bindestrichen zu skizzieren. Keine Sozialwohnungen verkaufen, wie unter Nils Schmid, sondern neue bauen. Grunderwerbsteuer nicht erhöhen, wie unter Grün-Rot, sondern für den Ersterwerb wieder runter. Beziehungsweise für Familien, die das erste Mal eine Immobilie erwerben, ganz abschaffen. Steht bei uns im Wahlprogramm drin. Und generell die 5,5 auf 3,5% runtermachen. Das wird schon mal helfen. Und ansonsten müssen wir leider Gottes, ich kann das verstehen, dass keiner das möchte, aber auch über Neubaugebiete nachdenken. Allein mit Innenstadtverdichtung werden wir dieses große Problem
von Wohnraummangel nicht lösen können. Da gehört dann Armut dazu und da verweise ich auch wieder auf die kommunale Ebene, wo es dann zum Schwur kommt. Okay. Danke. Also ich fasse zusammen, kommunalen Wohnbau, der schon besteht, nicht verkaufen, Steuern senken und neu bauen. Herr Fink, welche drei Punkte favorisieren Sie? Der erste Punkt ist die Gründung einer Landeswohnbaugesellschaft, die die guten Ideen, die wir zum Beispiel bei den genossenschaftlichen Modellen oder auch bei unseren städtischen Wohnbaugesellschaften schon haben, in die Fläche und ins Land trägt. Das würde sehr helfen. Das zweite Thema ist die konsequente Anmeldung, gerade auch in Esslingen, des sogenannten Esslinger Modells. Das bedeutet, wenn Neubauten entstehen, konsequent darauf zu achten, dass da sozialer Wohnungsbau entsteht, dass auch weiterer Wohnungsbau entsteht, der bezahlbar ist. Das hängt ein bisschen auch zusammen damit, dass wir eine Mietpreisbremse brauchen, die tatsächlich wirkt, auch vor Ort, gerade hier in Esslingen. Und letzter Punkt, wir brauchen eine Grundsteuer C, dass unbebaute Grundstücke, die aber eigentlich bebaut gehören, höher belastet werden. Okay, herzlichen Dank. Also Sie würden auch von staatlicher Seite stärker eingreifen. Herr Vogel, Sie sind der Nächste. Welche Ideen haben Sie? Ja, die Grundsteuer gehört auf alle Fälle abgeschafft. Beim ersten war bei einer Eigentumswohnung oder eines Hauses, ja. Dann ist eben das Problem, dass das Bauen so wahnsinnig teuer geworden ist, ja. So Zeit von meinen Eltern, da hat ein Haus nur 130.000 Mark gekostet und heute kostet es 550.000, 600.000. Die meisten jungen Familien, die können das überhaupt nicht mehr finanzieren, ja. Dann müsste man sich mal überlegen, ob man nicht die Bodenpreise irgendwann mal deckelt, ja, damit der immense Preis der Boden, diese Bodenpreise immer mehr und mehr in die Höhe schnellt. Ja. Das wäre eigentlich auch mal eine Sache, die man angehen könnte. Ja. Dann muss natürlich sozialer Wohnungsbau forciert werden, ja, mit öffentlichen Geldern, ja. Das müssen ja keine Luxuswohnungen sein, ja gut, auch keine Plattenbauten, obwohl da konnte man auch drin leben natürlich, so war das auch nicht. Und ja, auf alle Fälle die Mietpreise müssen dann gesenkt werden, aber wenn der Vermieter eben so viel schon für das Objekt bezahlt hat, dann will er eben dementsprechend den Mietpreis haben, sonst baut ja niemand mehr, ja. Er will ja Gewinn machen, ja. Und das ist sehr schwierig alles, ja. Und dann eventuell, früher gab es noch Unternehmer, ja, die hatten für Mitarbeiter Wohnungen gebaut, günstige Wohnungen, konnten die Mitarbeiter drin wohnen, ja. Das wäre auch wieder Überlegung, ob man das nicht auch wieder ein bisschen forcieren könnte, ja, damit er billige Gelder bekommt, damit er für Mitarbeiter Wohnungen erstellen kann, ja. Man musste auch nicht so weit fahren, ja, dann hat er das Verkehrsproblem nicht, ja. Also ja, aber das ist sehr vielschichtig natürlich. Aber auf alle Fälle muss die Preisexplosion mal eingedämmt werden, weil das ist ja unheimlich teuer alles geworden. Ja. Okay, und wie gesagt, eine Lösung von Ihnen da wäre vielleicht auch von staatlicher Seite die Bodenpreise zu deckeln. Ja. Herr Kiesel, was sagen Sie dazu? Ja, also Sie hatten uns ja gebeten, drei Bullet Points sozusagen zu nennen. Ich sage Senkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5% beziehungsweise Abschaffung für den Ersterwerb. Dann sage ich möglichst wenig staatliche Eingriffe, also Mietendeckel und Ähnliches möglichst nicht einsetzen. Und dann natürlich einen guten Mix aus innerstädtischer Verdichtung und Ausweisung von Neubaugebieten. Herr Auerbach, Sie wären als Nächster dran und Sie haben auch schon im Chat ordentlich Kritik geübt an den Vorrednern. Bitte schön. Ja, also wenn man die Vorredner zusammenfassen darf, die letzten beiden alles genauso machen wie seither und hoffen, dass etwas anderes bei rauskommt. Nach Albert Einstein wäre das Wahnsinn. Wir müssen letztendlich über Vergesellschaftung reden. Wenn wir die 21.500 Wohnungen, die unter Grün-Rot verkauft worden sind, nicht zurückholen, dann wird es weiterhin so sein, dass es explodiert. Wir brauchen mehr kommunalen Wohnungsbau und es kann nicht sein, dass 25 Jahre später der Investor einfach damit machen darf, weil diese Mietpreisbindung weggefallen ist. Und
wir müssen die Leerstände sanktionieren, weil sonst vermietet es niemand und damit stehen sie nicht zur Verfügung. Mietendeckel à la Berlin wäre auch noch super, aber das wäre der vierte Punkt und sollten ja nur drei sein. Okay, herzlichen Dank. Also Sie setzen auf kommunalen Wohnungsbau und ja, Sanktionierung von Leerstand vor allen Dingen. Gut, Frau Lindlohr, Sie wären jetzt, ja, was sagen Sie zu den Vorschlägen der Vorredner und welchen können Sie sich anschließen? Also klar muss die öffentliche Hand, muss der Staat das Wohnen mit regeln. Das macht er auch schon immer. Ja, das ist, der Grund ist knapp und der Grund ist knapp und gerade in so einer wirtschaftlich erfolgreichen Region viele Arbeitsplätze, viele gute Löhne, dann steigt es an und am Ende kann keine Krankenschwester hier mehr wohnen und deswegen muss man eingreifen. Das ist auch völlig normal. Deswegen mehr sozialer Wohnungsbau, auch gerne in den Kommunen um Esslingen drumherum. Das brauchen wir in der Fläche. Wir haben gutes Geld da im Landeshaushalt dafür bereit. Dann tatsächlich aktive Grundstückspolitik der Gemeinden. Wirklich Grundstücke kaufen und nur nach Konzept vergeben und nicht zum Höchstpreis verticken. Dann braucht man sich nicht wundern, dass teure Wohnungen drauf entstehen. Wir haben jetzt einen Fonds im Land, dass Kommunen, die sich es nicht leisten können, mit unserer Landeshilfe auch selber Grundstücke wieder kaufen können. Und das dritte ist ein Steckenpferd von mir, Aufstockungen. Wir müssen auch in die Höhe denken. Da sind auch, haben auch Private dann ganz viele Möglichkeiten. Das möchte ich in der nächsten Legislaturperiode, so ich gewählt werde, gerne machen. Ein Aufstockungsprogramm, von dem alle was haben. Da brauchen wir aber auch die Kommunen mit dabei, dass sie ihren Bebauungsplänen nicht sagen, also hier bei uns nur zweigeschossig. Okay, vielen Dank. Ja, ich würde jetzt sagen, wir beenden jetzt die Themenrunden. Johannes? Ja, liebe ZuschauerInnen und an den Geräten zu Hause, liebe Gäste, wir, das EZ-Team, bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt ein Fußballspiel lang gesprochen. Es gibt keine Verlängerung, die gibt es nämlich immer nur bei Unentschieden, aber in diesem Fall haben wir alle gewonnen. Sie an den Bildschirmen, unsere Gäste, vielen Dank nochmal. Ich möchte mich auch bedanken bei dem EZ-Team, das heißt bei Steffen Koch und Jürgen Schley von der Technik, bei Harald Flößer, der über unsere Diskussion berichten wird, bei Greta Kramberg natürlich, die mit mir moderiert, die Zuschauerfragen so wunderbar ausgewertet hat. All das können Sie morgen im Laufe des Tages online abrufen, das ganze Video. Sie können es auch teilen, in die sozialen Netzwerke stellen, Ihren Freunden mitteilen. Und Sie lesen das Ganze natürlich auch schwarz auf weiß am Samstag in der Esslinger Zeitung. Es hat großen Spaß gemacht, finde ich. Und ich wünsche uns allen eine gute Restwoche und dann, wenn wir den Freitag hinter uns haben, noch ein wunderschönes Wochenende. Ja, dann auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle. Ich möchte nochmal betonen, dass wir leider bei weitem nicht alle Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauern an die Kandidatinnen stellen konnten. Und die Themen waren nicht weniger wichtig. Also es ging um kostenlose Bildung, Kulturförderung, strukturellen Rassismus. Also es sind wirklich viele Fragen eingegangen. Dafür herzlichen Dank. Und ich hoffe, Sie finden alle andere Gelegenheit, die Fragen zu stellen, beziehungsweise Sie, liebe Kandidaten und liebe Kandidatin, zu beantworten. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. ESTV, Videos aus der Region.